Wir haben heute und gestern ein riesengroßes Event, die Turn-10-Meisterschaft. Die Turn-10-Meisterschaft der Landessportschulen Oberösterreichs. Es sind hier fast an diesen zwei Tagen beinahe 500 Teilnehmer, Schülerinnen und Schüler von ersten und zweiten Klassen NMS, dritte und vierte Klasse NMS, auch Gymnasien eingeladen. Es sind zwei Gymnasien dabei. Also die besten Turner aus Oberösterreich machen da mit an diesen zwei Tagen. 83 Mannschaften, 15 Schulen. Es ist wunderbar, wir sind stolz in Machtrenk auf diese Sache, dass wir das heuer einmal austragen dürfen. Es ist ja jedes Jahr. Neben mir steht der zuständige Mann, der das jedes Jahr ausrichtet mit den Schulen. Ja, Hartl Wolfgang mein Name. Herr Direktor, zuerst einmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Toll ist am Turn 10, dass einfach eine dementsprechende Steigerung stattfindet gegenüber den letzten Jahren, dass die Teilnehmer mehr geworden sind auf den vier verschiedenen Disziplinen, nämlich Sprung, Boden, Reck und Barren, und bei den Mädchen ist es der Schwebebalken, und man kann einfach nur sagen, tolle Leistungen, und auch danke noch einmal für die Organisation, Herr Direktor. Gerne. Danke vielmals. Danke sehr. Vor einer Woche war ich sehr aufgeregt, dass ich auf die Geräteturnmeisterschaft überhaupt schaffe, ob ich es schaffe oder nicht. Und mein erstes Gerät war Barren. Markus, was sind deine Aufgaben im Rahmen dieser Veranstaltung? Die Organisation nochmal zu übernehmen, das heißt den Kontakt mit den anderen Schulen herzustellen, zu schauen, welche Schulen, welche Schüler angemeldet werden, die Kampfrichter einzuteilen, die ja von den einzelnen Schulen gestellt werden. Das heißt, da ist sehr viel E-Mail-Verkehr einmal im Vorhinein zu machen, bis einmal die Veranstaltung dann kommt. Im Vorhinein muss man natürlich auch erklären, welche Geräte braucht man, was hat man an der Schule. Das haben wir von der Gemeinde Machtrenk sehr stark unterstützt worden natürlich. Das heißt, die Halle, wie man sieht, ist im Top-Zustand, was uns sehr freut. Und da haben wir auch schon sehr viele Komplimente bekommen diesbezüglich. Ja, und das muss natürlich alles laufen und muss koordiniert werden. Darum auch Koordinator, wo die Fäden halt dann ein bisschen zusammenlaufen. Und wird da eh vom Lehrerteam sehr stark unterstützt, auch von der Schulleitung, das heißt, es rennt alles. Und die Gäste, die da sind, die ganzen Mannschaften, die helfen natürlich auch mit und sagen, wenn irgendwo was zwickt oder anders gemacht werden muss, das ist ganz, ganz toll. Das heißt, alle Schulen, die da sind, machen einen riesengroßen, tollen Beitrag für diese Veranstaltung. Also mir gefällt das Turnen, weil es recht lustig ist, und ich habe mich auch voll gefreut, wie ich die Quali geschafft habe in der Schulmeisterschaft, und ich hoffe, ich bin jetzt auch sehr weit gekommen, und ja. Ich finde das Turnen einfach voll cool, und ich habe auch voll Freude gehabt, wie ich erfahren habe, dass ich aufgenommen worden bin. Es ist für mich eine große Sache, ich habe mich einfach viel, viel mehr verbessert. Es macht Spaß, ja, es ist Sport, das ist einfach voll cool. Ja, also wir sind vom Georg von Breubach Gymnasium und wir sind schon seit mindestens 15 Jahren regelmäßig Teilnehmer bei den Landesmeisterschaften. Und heuer sind wir auch Tränk und es ist top organisiert, es gefällt uns voll gut, oder? Ja. Ja, wunderbar ist er. Ein Dankeschön an unseren Sportzweig der Neuen Mittelschule. Ein großer Wettkampftag oder Wettkampftage, zwei Tage waren es genau. Da sind alle
Sportklassen aus Oberösterreich. Ich glaube, 83 Mannschaften waren da im Einsatz seit gestern im sportlichen Aktivitäten. Und das ist natürlich für den Standort Machtrenk auch eine Visitenkarte, über die ich sehr froh bin. Man hat die tolle Dreifachturnhalle beliebäugelt und ist für sehr gut befunden worden, dass wir da gut ausgestattet sind. Und für den Bürgermeister ist es natürlich auch ein großes Kompliment, dass alle sehr zufrieden waren, alle faire Wettkämpfe abhalten konnten und dass auch nichts passiert ist. Und da werden wir sie jetzt noch bei den drei jungen Damen erkundigen, wie es ihnen gegangen ist, von wo sie sind. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir in Machtrenk den Sportzweig haben, den Kreativzweig haben. Alle Ausrichtungen sind sehr gut belegt und das bestätigt auch die Vielfalt unserer Schule oder unserer Schulen. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber jetzt zu den Damen. Theresa, von wo seid ihr? Aus Neuhofen. In welchen Disziplinen bist du oder seid ihr angetreten? Eigentlich, also wir sind im Balken, am Reck, am Boden und beim Sprung. Und jetzt nur zum Schluss, wie hat es euch miteinander gefallen im Machtrenk, die zwei Tage? Voll gut. Es war voll cool. Zum Abschluss dieser tollen Wettkämpfe präsentierten Schülerinnen eine rhythmische Tanzperformance. Toll! Abschluss unserer heutigen Landesmeisterschaft der Sportschulen, Turn 10 Landesmeisterschaft der Sportschulen, ist jetzt die Siegerehrung. Das heißt, bitte alle Schüler und Schülerinnen,